Willkommen zurück bei Elder Scrolls Online. Wir sind hier in Gramfeste und jetzt führe ich mal das Gespräch, das ich am Ende der letzten Folge abgebrochen habe, weil ich die Informationen in diese Folge reinnehmen wollte. Wie schön, dass ihr es in einem Stück dort rausgeschafft habt. Soweit ich weiß, ist Almalexia manchmal etwas grob im Umgang mit ihren Spielzeugen. Während ihr mit der Göttin gekuschelt habt, habe ich etwas Interessantes herausgefunden. Was habt ihr erfahren? Die Farm des Hauses Drees vor der Stadt ist in höchster Alarmbereitschaft. Die Wachen werden sogar schon einfachen Passanten gegenüber gewalttätig. Sie benutzen einen Kurier namens Tauravil, um ihre Bestechungsgelder an die Anführer der Häuser und die hohen Beamten der Stadt zu liefern. Ich glaube, sie haben etwas zu verbergen. Ihr wollt also, dass ich mir die Farm ansehe? Ihr kennt mich so gut. Aber wir werden den Schlüssel des Kuriers brauchen. Er holt hier oft Wein ab und liefert die Flaschen in der ganzen Stadt aus. Meist behält er aber ein oder zwei Flaschen für sich. Wir könnten das vielleicht zu unserem Vorteil nutzen. Was schlagt ihr vor? Gift. Was? Nun schaut mich nicht so an, es ist kein tödliches Gift. Also, okay. Es wird ihn nur in einen schönen, tiefen Schlaf versetzen. Folgt ihm, und sobald er einen Schluck aus seiner Flasche nimmt und umfällt, könnt ihr euch seinen Schlüssel schnappen. Das Gift in einer Ja, doch, wir machen das jetzt so. Ich könnte das jetzt abkürzen, aber ich will das jetzt echt mal so machen. Das Gift in eine offene Flasche kippen, warten, bis er umfällt und den Schlüssel schnappen. Verstanden. Das ziehen wir jetzt mal so durch. Werdet nicht zu übermütig, Heldin. Das Haus Drees ist tief gesunken und seine Agenten sind angespannt. Wenn der Kurier sich verfolgt fühlt, könnte ihn das erschrecken. Ihr wollt, dass er entspannt genug bleibt, um zu trinken. Verstanden? Also, bleibt auf Distanz. Keine Sorge, ich fange schon nicht an, mit dem Bruderschaft zu trinken. Vergiftet den Wein des Hauses Drees. Wenn ich der Wein des Hauses Drees wäre, wo würde ich mich verstecken? Dum-di-dum-di-dum. Unten im Keller. Ja, darum heißt es ja auch Weinkeller. Wein des Hauses Drees benutzen. Nein, ich will den nicht benutzen. Ich will ihn vergiften. Sprechen mit Nario Virian. Na, also das hättest du auch noch ohne mich hingekriegt, oder? Wie ist oder? Der Wein unten? Habt ihr die besondere Sorte gefunden? Ich habe etwas Schlafmittel in die Weinflasche geschüttet. Gut. Jetzt warten wir, bis der Kurier sie abholt. Wir wollen keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Bleibt in der Nähe. Da ist er ja. Näher? Kommt näher. Wo ist Nein. er? Augen geradeaus. Schaut mich an. Wir sind enge Freunde. Dichter an mich ran. Aber gerne. Ich habe etwas Witziges gesagt. Ihr lacht. Er ist gerade an uns vorbei. Er hat den Wein. Gefällt euch, was ihr seht, Heldin? Natürlich tut es das. Er ist fast an der Tür. Schaut weiter mich an. Gut, er ist raus. Los! Meine Güte, ein richtiges Hörspiel. Auch mal nett gemacht. So, und jetzt los, ha? Moment, was ist das? Transportmanifest für Quama-Eier? Das ist nur eine Einkaufsliste. Ich glaube nicht, dass das interessant ist. Folgt Kurier Tauramil. Wer ist da? Niemand. Nö. Ich hätte nicht gedacht, dass der mich bemerkt. Dum-di-dum-di-dum. Hüpf. Völlig, möglichst auffällig. Hüpf. Hüpf. Ich bin ein wichtiges Mitglied des Hauses Drees. Mischt euch nicht in meine Angelegenheiten ein. Ja, du mich auch. Na? Ich schaue mir hier nur den Pfosten an. Jetzt schaue ich mir die Hauswand an. Oh, was für eine schöne Treppe. Also wenn der mal nichts zu verbergen hat, heiße ich Hugo. Mit solcher Haken wieder schlägt man eigentlich nur, wenn man jemanden abschütteln will, ne?
Ist das tatsächlich eine gute Idee? Wir können doch nicht sicher sein, dass die Bedrohung wirkt. Dumm-di-dumm-di-dumm. Jo, mit dem Pfeil über dem Kopf ist er ja nicht gerade unsichtbar für mich. Die Lampe muss ich mir mal anschauen. Das hat sie angehört, als wäre... Ist die Einladung angekommen? Die schon wieder. Wollt wohl noch etwas Salz in die Wunde streuen, was? Das höre ich heute schon zum dritten Mal. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, Schad Astulat mich abgelehnt. Unsinn. Ich bin sicher, das ist nur ein Verwaltungsfehler. Ihr kommt nächstes Semester schon in die Akademie. Ganz sicher. Was macht der da hinten? Hallo? Besorgt einen Schlüssel des Hauses Dres. Jetzt pennt er wahrscheinlich. Ah! Da säufte was von den Beinen. Der Schlüssel. Das Wappen des Hauses Dres verziert diesen Kunstschlüssel. Vollen Schlüssel. Dumm-di-dumm-di-dumm. Geht zur Farm des Hauses Dres. So, wo sein Farm? Die Farm da draußen sein. Ich halte mal die Kamera so, dass man ein bisschen was von der Landschaft mitkriegt. Weil wenn ich sie immer so halt, kriegt man irgendwie immer nichts mit, ne? Ah, was? Na, nun mal Butter mit die Fische. Hallo. Hallo. Seid ihr lieb vielleicht mal? Na gut, dann halt so. Damit habe ich jetzt... Wer oder warum? Na, komm her. Ja, das hält mein Schild locker aus. Mal schauen wir mal, ob du auch was aushältst, oder? Kritischer Schaden. Mich ja nicht angreifen müssen, dumm Vogel. Könnt ihr nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Ist mir gerade sowas von wurscht, ob du beschäftigt bist. Was ist das? Verdächtige Asche. Oh, wie verdächtig. Asche. Der eindeutige Geruch verbrannten Fleisches erfüllt den Raum und kommt von einem Haufen feuchter Asche. Welche Kreatur hier auch verbrannt wurde, sie ist nur noch ein Häufchen Asche. Lala. Truthahnkeule. Dieses leicht zerkochte Truthahnbein ist immer noch warm. Ordnung. Verdächtige Urne. Eine große Menge Asche und Knochen füllen diese große Urne bis zum Rand. Verdächtiger Teppich. Da ist noch ein Luke. Ich habe es geschafft. Habt ihr mich vermisst? Habt ihr vor meiner Ankunft etwas Interessantes gefunden? Ja, klar. Verdächtige Asche und so. Na also, seht ihr das? Das ist eine ziemlich imposante Falltür für den Keller einer einfachen Farm. Ich liebe es, wenn mein Instinkt mich nicht trügt. Das klingt so wie Hannibal vom Edim. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Was denkt ihr, was wir tun sollten? Ist das nicht offensichtlich? Öffnet die Falltür. Sie müssen da unten irgendetwas Interessantes verstecken. Schauen wir mal nach. Dann. Ich bin überrascht, dass das Haus Dres überhaupt irgendetwas zustande gebracht hat, obwohl die Ordinatoren in höchster Alarmbereitschaft sind. Ihnen entgeht eigentlich nicht viel, selbst wenn sie nicht auf Ärger aus sind. Was werden wir eurer Meinung nach hinter der Falltür finden? Ein Teil von mir hofft, dass wir nur ein paar alte Kisten finden werden, die niemanden mehr interessieren. Aber ich habe da so ein Gefühl. Und ich bin ziemlich sicher, dass es um Leidgeborene geht. Wenn wir wohl doch nochmal mit der Seuche konfrontiert, wollt ihr mir immer noch helfen? Was ich will und was ich tue, sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, meine Freundin. Gehen wir einfach da hinunter und schauen nach, was vor sich geht.
Mit etwas Glück sind wir wieder zurück, noch bevor im flammenden Nix der Eintopf des heutigen Abends serviert wird. Und die Getränke gehen auf mich. Dann bringen wir das hinter uns. Jo, genau. Beistelltisch, was ist denn... Oh, Kupfer, das nehme ich mit. Das ist... Davon habe ich nicht viel... Keine Ahnung. War jetzt gerade nicht ersichtlich, ob ich das schon kenne. Runter. Ich schon, also Velaya schon, aber Calrissia noch nicht. Yay, nehme ich auch mit, wenn das mal kein Diebstahl ist. Verdächtige Uhren, achso, die haben wir schon untersucht. Ja, ist schon recht. Der Untergrund von Gramfeste. Kanalisation. Immer wieder muss ich in jedem Spiel in die Kanalisation. Das ist echt seltsam. Irgendwie ist das scheinbar typisches Rollenspielelement. Kein Rollenspiel ohne Kanalisation. Abgeschlossen. Steigt durch die Falltür mit Naryu. Was quietscht denn da? Wird auch Zeit, dass ihr kommt. Warum habt ihr denn so lange ge... Kommt schon, schauen wir nach, was da unten ist. Mich interessiert gerade das Brummen an der Lampe, ob das Insekten sind. La 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 la. Und nun? Reden? Das ist nicht gut. Ich wünschte, mein Partner Varon wäre hier. Er würde wissen, was zu tun ist. Halt. Nein. Das wünsche ich mir besser doch nicht. Varon würde mir den Hals dafür umdrehen, dass ich hier unten bin. Also, nur so zur Warnung. Das könnte schlimm werden. Wirklich schlimm. Wovon sprecht ihr? Dieses Höhlensystem. Es hat eine direkte Verbindung zur Kanalisation unter Gramfeste. Nun, zu Teilen davon. Die Kanalisation ist wesentlich größer, als man denkt. Deshalb konnte ich die Leitgeborenen auch nicht finden. Sie können sich unbemerkt durch diese Tunnel bewegen. Ihr scheint eine Menge über diese Tunnel zu wissen. Sagen wir einfach, ich habe mehr als genug Zeit damit verbracht, unter diversen Städten herumzuschleichen. Kennt man eine Kanalisation? Kennt man alle? Ja, kannst du sogar recht haben. Aber wie können die Leitgeborenen den Ordinatoren entgehen? Schutzzauber wurden hier unten platziert, um einige Leute zu verstecken. Leute mit Blut an den Händen. Leute wie mich. Wenn sie eine Methode gefunden haben, die dädrischen Schutzzauber wieder zu aktivieren, dann haben die Leitgeborenen buchstäblich einen geheimen Zugang, den sie gegen uns verwenden können. Aber wir auch gegen sie, ne? Dädrische Schutzzauber, was verschweigt ihr mir, Naryu? Das ist jetzt nicht wichtig. Lasst euch nicht ablenken. Sucht nach den Leitgeborenen und findet heraus, was sie vorhaben. Dann können wir über meine anrüchige, wenn auch ausgesprochen faszinierende Vergangenheit reden. Alit? Wirklich? Seht euch um. Es sollte hier irgendwo eine Tür geben. Ich halte die Augen auf. Wir lassen uns ein bisschen vorsichtiger runter. Möglichst wenig Fallschaden. Was? Naryu? Moment. Aufgabe sucht nach. Gut. Achso, das hat sie mit Alit gemeint. Die habe ich von oben nicht sehen können. Ja, gut. Die stören mich nicht. Ist ja nicht meine Aufgabe, Alit zu erledigen, sondern hier meine Arbeit zu machen. Es scheint, ob die Steinplatte, als ob die Steinplatte hier sich vielleicht öffnen ließe, wenn ihr den richtigen Schalter finden könnt. Lasst mich raten. Die Tür öffnet sich nicht? Es muss hier etwas geben, das sie steuert. Schaut euch ein bisschen um. Und passt auch auf diese Kreaturen auf. Sie sind hässlich. Ja, wenn ich ein Schalter wäre, wo würde ich mir verstecken? Ja, wo ist er nur? Wo ist nur der dämliche Schalter? Ja, wo ist er denn? Natürlich hier, ne? Nein, also hier. Was? Das Metall, das diesen Steinhebel mit seinem Gehäuse verbindet, ist verrostet
Und der Hebel bewegt sich nicht. Vielleicht könnt ihr den Hebel etwas einfetten, damit er sich wieder bewegt. Mit Alit-Fett vermutlich, oder? Kriege ich ihn jetzt? Ja, wahrscheinlich schon. Oder ist... Was ist da? Was ist denn da? Hallo? Steinhebel. Versuchen wir es mal damit. Der hat mich noch nicht gesehen. Das ist gut. Mal gucken, ob ich hier auch raufkomme, ohne mich sichtbar zu machen. Ja. Deswegen wird der aber immer noch gehen, noch nicht gehen. Weil gefettet ist er deswegen noch nicht. Öffnet die Geheimtür. Öffnet die Geheimtür. Löst den verklemmten Hebel. Steht jetzt zwar nicht ausdrücklich dabei. Na? Aber ich kann mir vorstellen, dass ich dazu Tierfett nehmen muss. Also von diesen Arten. Versuchen wir es mal in der Erinnerung an Gothic. Da gab es nämlich Molerat-Fett von Molerats. Jetzt habe ich vergessen zu gucken, was da im Inventar war. Ah, da schau her. Das verrostete Gehäuse mit etwas Alit-Fett schmieren. Etwas Fett hat das Problem behoben. Der Hebel bewegt sich endlich. Dum, 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 dum. Ah, da steht's ja sogar noch. Alit-Fett, mein Alter, und zeigt's mir noch an. Ja. Wie gesagt, die Szene hat mich sehr an Vinos Schwarzbrennerei in Gothic 2 erinnert. Da musste man auch Molerat-Fett auftreiben, damit man ein Falkengitter öffnet, mit dem, also ein verrostetes Falkengitter öffnet, mit dem die besagte Schwarzbrennerei verschlossen war. Und dann konnte man reingehen in die Schwarzbrennerei, ein Buch holen, Questgegenstand, Eisenerz war glaube ich auch noch drin an den Wänden und jede Menge Schnaps. Sowas halt. Ja, und die Szene war hier irgendwie sehr ähnlich, deswegen bin ich auch recht bald auf die Lösung gekommen. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Kann ich das Ding benutzen da? Leiter klettern, jawohl. Steinhebel. Gute Arbeit. Ich wusste, dass ihr es schaffen könnt. Trefft mich auf der anderen Seite. Trefft mich auf der anderen Seite. Ey. Ich brauche kurz einen Schluck Zielwasser. Aber schon einiges hinter mir. Und bin total... Wenn das keine Falle ist, warte mal, kann ich die auslösen? Warte mal, vielleicht... So mal nicht. So auch nicht. Reden wir mal mit ihr. Die vielleicht kann ich dann vorbei. Sie sind aktiv. Das ist unmöglich. Niemand außerhalb meiner Organisation sollte in der Lage sein, sie zu aktivieren. Wenn die Leitgeborenen dies als Ausgangspunkt benutzen, dann ist die ganze Stadt in Gefahr. Ja, was schließe ich daraus, dass in deiner Organisation ein Maulwurf ist, der die Leitgeborenen unterstützt und diese Zauber kennt? Eure Organisation könnte sie beteiligt sein? Nein, das kann nicht sein. Vielleicht eine Splittergruppe oder so etwas. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Wir sind nicht alle einer Meinung, was die derzeitige Lage betrifft, aber den Leitgeborenen beitreten? Das ist doch Idiotie. Jeder hat seinen Preis irgendwie. Wer sonst könnte die Schutzzauber aktivieren? Ich schätze, jeder mit einer gewissen Kenntnis der dädrischen Künste könnte sie aktiviert haben. Ich bin aber kein Experte für Magie, wisst ihr? Ich muss jemanden warnen. Varun muss davon erfahren. Was machen diese Schutzzauber nochmal?
Die Schutzzauber machten Gebrauch von dädrischer Magie, um diese Tunnel vor Hellsichtmagie zu schützen. Wirkt sogar gegen das Tribunal, soweit ich es gehört habe. Jeder, der hier unten ist, ist für die Stadt so gut wie unsichtbar. Was soll ich also tun? Tut, was ihr am besten könnt. Hineinstürmen, die Waffen schwingen und mit Magie um sich werfen, als ob es kein Morgen gibt. Falls ihr die Person findet, die die Schutzzauber aktiviert hat, dann bringt sie dazu, euch zu sagen, was hier unten vor sich geht. Ich bin echt mal gespannt, ob sie das selber auch zu Calrissa als Drachenritter sagt. Oder ob sie zu einem Drachenritter was anderes sagt als zu einem Magier. Velaya ist ja Magier und dann passt der Kommentar gerade. Ich werde herausfinden, was hier unten vor sich geht. Ich weiß, dass ihr das tun werdet. Deshalb bin ich euch auf dem Weg zum Tempel begegnet. Ich werde den Ordinatoren einen anonymen Hinweis geben. Vielleicht lasse ich es sogar eure geliebte Göttin wissen. Hoffentlich taucht jemand auf, um euch zur Hand zu gehen. Sterbt mir nur nicht. Verstanden? Das war also ein Stützpunkt der Morak-Tong? So war es früher. Aber wir haben diese Hallen seit langer, langer Zeit nicht mehr benutzt. Nicht seitdem wir in Ungnade fielen. Was ist da unten? Das ist es ja. Es sollte nichts da unten sein. Nicht mehr. Klar, als die Schutzzauber früher noch aktiv waren, haben wir diesen Ort benutzt, um aufzutauchen und zu verschwinden, wie es uns gerade gefiel. Es gab kein besseres Versteck für eine Gruppe eifriger Auftragsmörder. Und tschüss. Ja. Ich sollte wissen, was diese Schutzzauber drauf haben. Was passiert wohl, wenn ich einen betrete? Das Risiko gehen wir mal ein. Nix. Ich kann also über die Dinger hinweglaufen. Finde die... Irgendwas ist da auf mich aufmerksam geworden. Genau, Zauber wirken, als ob es keinen Morgen gäbe. Das sollte ich nicht tun, das habe ich getan. Wie viele sind denn das? Einer, zwei, drei. Frostmagier, leidgeborener Rekrutin. Da oben ist noch einer, Vollstreckerin. Okay, vielleicht muss ich die auch gar nicht bekämpfen, vielleicht geht das auch anders. Da lang erstmal. Für irgendwas müssen ja meine Diebesfähigkeiten gut sein. Wie komme ich jetzt dahin? So rum. Okay, schon verstanden. Hoffe ich zumindest. Schön leise. Noch haben sie mich nicht bemerkt. Oh, das war laut. Aua, das war nicht gut. Vorsichtig. Die wird Alarm schlagen. Schlecht, ganz schlecht. Okay. Auf geht's. Ich gehe vielleicht mal geradeaus weiter. Warte mal, wo ist denn das hier? Da ist es. Mal schauen, nicht, dass ich ins Kreuzfeuer gerate, da eine bessere Position aussuchen. Schildskill Reflexion, dann tätische Minen und mal ein bisschen ums Eck gehen, günstigere Positionen suchen. Und, na, kommst du her? Hallo. Jo, die habe ich sauber abserviert. Gut, aber hätte ja sein können, dass man es auch. Hallo, da ist ja noch einer. Jo, auf jeden Fall kannst die ordentlich. Was? Da ist noch einer. Da muss doch irgendwo ein Nest sein.
dann vielleicht, jetzt brauche ich aber Mana. Zum Glück habe ich ein paar selbstgemachte, die sind nämlich besser als die, die man beim Händler kaufen kann oder finden kann. So, mal vorsichtshalber. Aha, da kann ich genauso gut die ganze Umgebung erkunden. Vielleicht finde ich noch irgendein Geheimnis. Bevor die mir in den Rücken fallen. Erstmal sichern und dann. Bleib am besten einfach liegen, dann hast du es schneller hinter dir. So, die dätischen Minen sind ja echt nicht schlecht. Rundrum sorglos Paket oder so. Wobei das rundrum in dem Fall wörtlich zu nehmen ist. So, und du Nase, du kriegst ihr Nase. Komm, wir spielen mal wieder Magier Ping Pong. Mein Lieblingsspiel. Let's play Pong. Na, bumm. Dum dum dum. Solange der Ausdauervorrat reicht. Hämisches Grinsen. Auraflüstern fehlt mir hier. Nein, Nachtischan will ich jetzt nicht. Auraflüstern hätte ich jetzt. Ja, mir ist Elder Scrolls Online abgestürzt. Ich konnte 26 Minuten von dem Video retten. Immerhin fast alles. Es fehlt ungefähr eine Minute. Ich bin jetzt hierher gegangen, wo die gerettete Aufnahme geendet hat. Und ja, ärgerlich. Für einen Moment sah das so aus, als könnte ich das Video überhaupt nicht retten. Zwei Rettungsversuche waren erfolglos. Beim dritten Mal habe ich es dann immerhin geschafft, 26 Minuten von der Aufnahme zu retten. Ärgerlich, ärgerlich, weil... Welcher ich hätte die Aufnahme mit Melaya nicht wiederholen können. Zu betreten. Halt! Wir kennen euch. Magister Vox wird hochzufrieden mit uns sein, wenn wir ihr eure... Ich war schon hier bei diesem Kampf und während diesem Kampf ist mir die Aufnahme abgestürzt. Danach war ich natürlich tot. Das ist aber das kleinere Übel, damit komme ich klar. Viel ärgerlicher für mich ist... der Datenverlust. Genug von diesem Unsinn. Ich werde mich selbst um euch kümmern. Wenn ich jetzt das Video nicht mehr, also die 26 Minuten nicht hätte retten können und wir haben ein Level Up, hätte ich das wohl mit Calrissa filmen müssen. Weil mit Velaya hätte ich die Aufnahmen, diese 26 Minuten nicht rekonstruieren können, weil wir inzwischen ja schon einige Quests abgeschlossen haben. Und die kann ich nicht abbrechen. Also ich könnte jetzt zwar die jetzige Quest abbrechen, aber nicht die, die wir davor gemacht haben. Hoppala, was ist jetzt los? Der Gestank dädrischer Magie erfüllt die Luft. Jene, die verbotene Magie praktizieren, sollen teuer für ihre Vergehen Es scheint, als stünde ich erneut in eurer Schuld, mein Champion. Eure Freundin glaubt, sich vor mir verstecken zu müssen, aber ich hörte ihre warnenden Worte. Sie sorgt sich um euch. Doch Farona ist verletzt. Ich werde sie zur Magiergilde bringen, wo ihr die richtige Pflege zuteil werden wird. Sucht sie dort auf. Jo, geht zur Magiergilde. Ja. Das heißt, gehe ich jetzt da lang? Irgendwie, wie komme ich denn jetzt hoch? Hier. Weil ich traue nämlich gerade den Questmarker nicht. Ich glaube, ich komme... Was ist denn da? Schauen wir uns da mal kurz um. Nichts. Darüber... Da ist auch zu. Okay, dann gibt es nur diesen einen Weg. Dann stimmt das schon, was mir der Questmarker anzeigt.
hatte gerade meine Zweifel. Ja, das kommt jetzt noch rein, das Gespräch mit der Morak Tong. Und dann ist wahrscheinlich die Quest hier eh erledigt. Dann mache ich mal einen sauberen Cut an der Stelle. Also nach dem Gespräch. Ja, der Spielabsturz eben hat mich ziemlich geschockt. Hat mir ziemlich viel Kopfzerbrechen bereitet. Das wäre nicht reproduzierbar gewesen. Karte. Kramfeste dahin. Ich mach's mir jetzt mal leicht. Der Rückruf. Brauche ich nicht in der Gegend rumeiern. Ja, dem Viech eben gerade ist der Schnabel trocken geblieben. Das wollte gerade angreifen. So. Meinen Reitpanther herholen. Ich hoffe, sie kriegen diese Abstürze mal in den Griff, weil ich habe die ungefähr ein bis zweimal am Tag, je nachdem wie lang ich spiele. Ich kann aber kein Muster erkennen, sonst wären sie ja vermeidbar. In Arcanum, da ist nach ungefähr 35 bis 40 Minuten da mit dem Absturz zu rechnen. Da kann ich dann nach der Aufnahme in der Regel nochmal neu starten und dann vermeide ich, dass mir das Video crasht. Aber da in Elder Scrolls Online kann ich kein Muster erkennen. Ich habe noch nie sonderlich viel Intelligenz zugetraut. Was genau erwartet sie denn am Eltenbau? Ich kenne euch. Ihr wart in der Kanalisation, nicht wahr? Ihr habt mich gerettet, oder nicht? Ich erinnere mich nicht an viel, aber an euch erinnere ich mich. Erzählt mir, woran ihr euch erinnert. Ich kam vor einigen Wochen nach Gramfeste, um Freunde zu besuchen. Ich schätze, es sprach sich herum, dass eine Telvanni in der Stadt ist, weil ich mich nämlich plötzlich gefesselt in der Kanalisation wiederfand. Die Leitgeborenen. Sie haben mich mit Fragen zu dätrischer Magie gelöchert. Warum würde sich jemand um die Telvanni scheren? Seid ihr wirklich so naiv? Das Haus Telvanni hat die Mitgliedschaft im Ebenherzpakt abgelehnt. Wir werden abgesondert bleiben und unsere eigenen Interessen entlang der Telvanni-Küste verfolgen. Und das ist nur einer der Gründe, warum die anderen Häuser uns misstrauen. Warum sollten euch die Leitgeborenen nach dätrischer Magie fragen? Die Mitglieder des Hauses Telvanni sind bekannt für ihr Wissen über alle Arten von Magie. Ich schätze, sie gingen wohl davon aus, dass ich die alten Schutzzauber wieder aktivieren kann. Ich tat dann irgendwann, was sie von mir verlangen. Ich hatte die Wahl. Entweder das oder ich will gar nicht darüber nachdenken. Wisst ihr, was die... Ja, ich glaube ihr das sogar. Deswegen nicht die erste Option, sondern... Wisst ihr, was die Leitgeborenen da unten getrieben haben? Ich weiß nur, was ich gehört habe. Ich glaube, sie planten irgendeinen Angriff. Sie haben eine große Gruppe losgeschickt, bevor ihr aufgetaucht seid. All dies habe ich der Heiligen Herrin erzählt. Sie sagte, ihr würdet mich aufsuchen und ich sollte euch dann raten, mit einem Ordinator zu sprechen. Ich soll also glauben, dass man euch gezwungen hat, ihnen zu helfen. Jetzt muss ich dann doch mal fragen, wollte ich eigentlich nicht? Es kümmert mich nicht, was ihr glaubt. Aber ich hatte noch nie von den Leitgeborenen gehört, ehe ich in diese schreckliche Stadt kam. Und ich hatte natürlich nicht vor, das Tribunal zu verraten, bevor sie mich bedroht haben. Jo, lebt wohl. Ja, die nächste Aufgabe wäre dann, sprecht mit einem Ordinatoren. Das werde ich dann aber... wenn ich wüsste... Ja, ich mache das in der nächsten Folge. Da kommt sowieso noch ein bisschen was hier in der Hauptstadt. Jetzt mache ich mal meinen Skillpunkt. Wo setze ich den denn sinnvollerweise ein? Da nicht. Ne, zwei Hände tue ich nicht üben, aber hier vielleicht. Ich sollte meine Schildfähigkeit verbessern. Was macht Bollwerk? Verringert die Kosten aller Fähigkeiten aus Einhand und Schild. Klingt gut, aber habe ich jetzt nicht vorrangigen Bedarf. Erhöht euren Waffenschaden. Ne, ich mache mit der Waffe keinen Schaden, ich mache mit Magie Schaden. Verbessert eure normalen Schildstöße. Und 20%, das klingt gut. Erhöht den durch Blocken abgefangenen Schaden durch Projektile und Fernkampfangriff um 8%, das klingt besser.
Ich denke, das mache ich. Geschosse abwehren, verbessern. Das bringt mir auch in Cerutiel was. An der Stelle mache ich jetzt mal einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum ihr nächsten Mal. Ihr Landstreicher seid alle verrückt. Und Bakara ist der Schlimmste von euch. Khajiit oder nicht, es ist Selbstmord. Ich habe den Feldknäuel noch nie sonderlich viel Intelligenz zugetraut. Ja, was genau erwartet sie denn am Elfenbaum zu finden?